Hallo, herzlich willkommen. Ich habe schon wieder Lust, ein kleines Video zu machen zu SketchUp, und zwar vor allen Dingen über das Feature Component. Ich will Ihnen gleich zeigen, was das bedeutet. Zunächst mal baue ich ein kleines Haus, dazu nehme ich das Rechteckwerkzeug, Taste R, ziehe das mit P in die Höhe, zeichne mit L eine Linie von dem Mittelpunkt der vorderen Kante zum Mittelpunkt der hinteren Kante und mit der Taste M bewege ich diese Kante senkrecht nach oben. Man sieht, dass es entlang dieser blauen Achse hier gelaufen ist. Ich mache es nochmal. Sie sehen, dass Sie hier die blaue Achse sehen sozusagen. Da können Sie sicher sein, dass es senkrecht nach oben geht. Okay. Dann will ich noch vorne so zwei Öffnungen reinschneiden, ein Fenster und eine Tür. Ich fange mich hier an diesen Punkten ein. Und schon habe ich hier so eine Art Bezugspunkt. Inference nennt sich das. Und jetzt kann ich hier auf dieser Fläche ein Rechteck zeichnen. Und jetzt zeichne ich noch eine Türöffnung sozusagen daneben. Da sieht man immer so kleine Hilfslinien, ja, und dann können Sie das ganz gut ausrichten. Das klappt alles hervorragend. Ich wähle jetzt mit der Leertaste, also dem Auswahlwerkzeug, beide Flächen aus und nehme das Push-Pull. Das geht nicht. Okay, dann mache ich das hintereinander. Okay, jetzt habe ich hier also so eine Art primitives Häuschenmodell gebaut. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man das vervielfältigen kann in zwei Richtungen. Und dann möchte ich Ihnen vor allen Dingen zeigen, was der Witz dieses Component-Features eigentlich ist. Also, ich habe jetzt hier dieses Haus. Jetzt könnte ich das mit der Leertaste und dem Auswahlrahmen auswählen und das dann verschieben. Aber wie gesagt, es geht ja um dieses Component-Feature, deswegen mache ich jetzt daraus ein sogenanntes Component. Also, das kennt man eigentlich auch aus anderen Programmen, Symbole, Objekte und so weiter. Blöcke in AutoCAD, das ist eigentlich nichts anderes. Es ist also mehr als eine Gruppe. Eine Gruppe ist jetzt sozusagen nur eine Zusammenfassung dieser ganzen Einzelteile. Dieses Component ist ein bisschen intelligenter, das fasst es auch zunächst mal zusammen zu einem Einzelteil. Man kann es auch mit einem Namen benennen. Das wäre also zum Beispiel ein typisches Feature, um später in einem Bauprojekt Fenster und Türen und sowas zu machen. Also, wie gesagt, der Witz wäre dann, dass es intelligent ist. Das heißt, wenn Sie mehrere Kopien dieser Components verteilen in Ihrem Projekt und wollen das dann alles auf einen Schlag ändern, dann ändern Sie genau eins davon und dann ändern sich alle anderen automatisch. Der Witz ist jetzt bei SketchUp, dass es egal ist, welches Sie ändern, von diesen vielen Erscheinungsformen dieses Komponenten, es würden sich dann immer alle anderen ändern. Es ist nicht so, dass es ein Original gibt und Kopien. Ja, es ist also tatsächlich sehr angenehm. Diesen ganzen Kram da unten lasse ich mal außer Acht, außer hier vielleicht, der Haken ist richtig, Replace Selection with Component, das heißt, das, was ich hier zurzeit gezeichnet habe, was also eine Ansammlung von Linien und Flächen ist, wird dann durch einen solchen Component ersetzt. Gut, Create. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt nehme ich das Move-Tool, also die Taste M, um das zu vervielfältigen. Dazu drücke ich einmal die Taste Option oder Alt beim Mac, Control beim PC. Und dann sehen Sie hier so ein kleines Pluszeichen am Cursor. Ich kann das jetzt hier anfassen und hier so hinziehen und klicken. Und wenn ich jetzt hier rechts unten im Zeichenfenster reinschreibe 10 mal, also ein X-Zeichen, und die Enter-Taste drücke, dann habe ich 10 Kopien. Und das Tolle ist jetzt, bevor ich irgendwas anderes mache, kann ich jetzt nochmal was anderes reinschreiben, zum Beispiel 12 mal, dann habe ich 12 Kopien. Ja. Also ich brauche überhaupt nichts machen, ich brauche nichts festhalten, keine Maus festhalten, gar nichts. Ich kann einfach in aller Ruhe jetzt überlegen, wie viele Kopien hätte ich denn gerne. Das ist mir immer noch zu wenig. Ich schreibe jetzt hier mal 20 mal rein. Jetzt habe ich halt 20 Häuser in dieser Richtung. So, alles klar. Leertaste, alles auswählen. Oder Steuerung oder Apfel A geht auch. Jetzt mache ich das gleich in dieser Richtung. Wieder das Bewegen-Werkzeug M. Einmal die Alt-Taste kurz drücken und wieder loslassen. Kurz einen dieser Punkte hier anklicken. Und das Ganze in dieser Richtung der grünen Achse verschieben. Das wird also eine relativ gruselige Siedlung. So, eine Kopie ist gemacht. Jetzt möchte ich das auch nochmal 20 Mal kopieren, nochmal 20 Mal da unten reinschreiben. Also man braucht da noch nicht mal mit der Maus reinklicken. Das ist automatisch klar, dass wenn Sie was schreiben, dass es dann da unten reingeschrieben wird. Und jetzt habe ich da diese etwas surreale Siedlung. Ja? Jetzt sind das alles Components. So sieht das Ganze aus. Ich wie gesagt, etwas gruselig, aber warum nicht? So, und jetzt passen Sie auf. Ich hatte das ja vorher zu einem Component gemacht. Sie können jetzt jederzeit
einen solchen Component hier anklicken, irgendeinen, das ist wirklich völlig egal, und mit der rechten Maustaste dieses Kontextmenü hier aufrufen und da steht Edit Component. Und jetzt kann ich hier mit dem Auswahlwerkzeug irgendwelche Teile anklicken, wie zum Beispiel hier diese Firstkante, und kann jetzt mit der Taste M, Move, das Ding anpacken und nach oben ziehen. Jetzt schauen Sie mal, wie aufregend ist das denn? Alle anderen ändern sich auch. Ja, ich kann jetzt darauf achten, dass diese Bewegungsrichtung genau nach oben geht. Man sieht, dass es wieder so eine blaue Linie ist. Das heißt, es geht entlang der Z-Achse. Ja, das war's schon. Ich kann jetzt hier irgendwo hinklicken und jetzt ist es wieder ein ganz normaler Component. Das heißt, ich muss noch nicht mal mehr irgendeinen Befehl ausführen, damit diese Bearbeitung des Components abgeschlossen wird. Und wie gesagt, das funktioniert also bei jedem. Ich mache jetzt mal noch Schatten, damit das noch ein bisschen aufregender aussieht. Zack. Das geht ja alles so herrlich leicht in SketchUp. So sieht der Schatten jetzt aus. Ich kann es also jetzt auch jederzeit bei einem anderen machen, ja, nur zum Beweis. Ich kann also hier das andere Haus nehmen, eins dieser anderen Häuser, Edit Component, Leertaste, Entschuldigung, zum Auswählen dieser Firstkante und Taste M, um das Ganze wieder ein bisschen abzusenken. Wenn das jetzt also irgendwie zu krass ist hier gerade. Ja. Okay, das war's. Das sind Components. Ich mache weiter und werde Sie auf dem Laufenden halten. Sie sehen also, dass diese Technik eines intelligenten Kopierens, eines Originals in SketchUp noch ein bisschen weitergetrieben wird. Das sind sozusagen alles Kopien und Originale zugleich. Also sehr angenehm, Sie ändern eine Kleinigkeit irgendwo an einer dieser Kopien und es ändert sich dann an allen anderen auch, wenn das nicht praktisch ist. Wir werden noch sehen beim Haus Moller, was ich in meinem Buch bearbeiten werde, wie praktisch. Okay, also das war's erstmal. Bis zum nächsten Film. Tschüss.